Ich sende euch sonnige Grüße aus dem verbotenen Westen. Hallo. Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. So, es geht weiter mit mir und Aloy. Wir haben hier unseren Auftrag abgeschlossen. Guck mal, hier gibt es auch noch was zu suchen. Stimmt. Da wir jetzt die Möglichkeit haben, Feuerglimmer zu zerstören, gehen wir mal hier runter. Ich markiere das mal auf der Map. So, hier lang. Ich bin wieder im Leistungsmodus mit 60 FPS, aber einer reduzierteren Auflösung. Ich bin mir nicht sicher, ob es in 1080p läuft oder irgendwie in 2K. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist? Ich weiß es nicht. Mal sehen, was wir hier finden können. Irgendein Relikt ist da drin. Aber wie komme ich ran? Ui! So, da. Feuerglimmer! Zeigen wir es auf. Na also! Na also! Taxi! Energiezelle? Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Es stellt sich doch die Frage, wohin mit ihr? Sagt jetzt ja die ganze Zeit mit mir rum. Ich habe ja eine Energiezelle, wer braucht eine? Ich nicht lang gehen. Bisschen ablegen. Ich lasse ihn mal da. Hier gab es nämlich noch einen Feuerglimmer an einer anderen Stelle. Hier irgendwo. Ich glaube hier an der Seite, irgendwo an der Wand. Da oben, glaube ich. Genau hier. Höchstwahrscheinlich komme ich dann hier an die Energiezelle dran. Weg. Da ist eine Kiste. So komme ich da hoch. Hier ist irgendeine Art Gerät. Und hier ist ein... eine Kiste. Kommt in meinen Vorrat. Anscheinend braucht das Ding Energie. Könnte nützlich sein. Da ist wieder ein Code. 2204. Da muss die Energiezelle rein. Ja. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Ja, wozu brauche ich die? Frage ist, wie komme ich mit der Energiezelle hier rein?
Das ist die Quizfrage. No. Na geil. Was fange ich denn auch mit dieser Kiste halt an? Steht die halt da? Ah, hier. Die. Jawohl. Lass mich raten, da muss ich die durchschieben, die Kiste. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Hier. Ah, jetzt kann ich mir die Energiezelle mopsen und reinbringen. Alles klar. Da war nämlich ein Deckgerät zum Aufladen der Energiezelle. War das dieses hier? Das Ding in der Wand braucht wohl Strom. Aber eine leere Energiezelle wird nicht viel ausrichten. Ja, dann nimm sie wieder raus. So, das wahrscheinlich ist das Gerät zum Aufladen. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Oh, das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ach so. Okay, jetzt verstehe ich, wozu die Kiste da ist. Das macht Sinn. Weil wenn ich dann die fallen lasse, weil ich einen Schlag kriege, muss ich ja gucken, dass ich dann irgendwie... Aber ich kann mit der Energiezelle ja nicht springen, oder? Weißt du das gerade mal? Nee. Ach so, ich muss die vielleicht da drauflegen. Clever. Bin einfach clever. So. Nimm die Kiste mit. Kleines Rätsel, aber eins, was wir lösen können. Ich hoffe mal, die Physik spielt mit und das Ding fällt nicht runter. Nimm's raus. So, ich kann ja nicht damit draufspringen. Stimmt, okay, Denkfehler. Muss ich die darüber? Kann das sein? Hier so. Aber dann falle ich ja runter. Aber dann komme ich zumindest auf die Kiste drauf. Und kann sie dann loslassen. So könnte es gehen. Ja. Damit sollte es gehen. Okay. Check. Bleib du mal schön da drauf. Nein. Das ist hier Millimeterarbeit gerade. Okay, 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 okay. Ah, geschafft. Was ein Akt. Boah, ey. So. Jetzt
sollte das Schloss an der Tür Strom haben. Okay, das Ding hat jetzt Strom. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Was haben wir denn hier? Auch wieder so ein Ding, sie. Ornament. Noch eins dieser Relikte. Hm. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Ich nehme halt einfach mal 5000 Erfahrungspunkte. Sick. Und 2 Skillpunkte. Was wollte ich jetzt? Ah, Fertigkeiten. Wuchtangriff plus. Was ist das? Fliegerbogen, Waffentechnik. Bei 3 Pfeile eines momentan ausgewählten Typs mit einem schnellen Stoß. Nahkampfzünder. Gas. Okay. Energetisiert dein Speer schneller. Ich habe das noch nie, oder was heißt noch nie, ich habe das nur selten geschafft, wirklich mal zum Einsatz zu bringen, das hier. Deswegen upgrade ich das mal, auf dass es mir vielleicht irgendwie mal nützt. Und das leveln wir auch noch. Okay, das wäre es erstmal soweit. Ein Stein. So. Das war ein kleiner Exkurs. Jetzt Lukorn-Überbrückung. Das ist noch offen. Eine weitere Beuteunternehmerlager. Jagdgebiete. Wir könnten noch in ein Jagdgebiet gehen. Wobei. Ja, habe ich jetzt. Obwohl. Rebellenlager. Rebellenaußenposten. Zackentiefe. Die 2 könnte ich erledigen. Und die Brutstätten stehen noch offen. Aber ich würde gut laut sagen, wir machen mal mit der Hauptquest dann einfach weiter und alles weitere kommt dann noch. Guck mal, wir haben jetzt schon gut was von der Welt hier entdeckt. Finde ich super. Es nähert sich langsam. Die Wendung. Okay. Müssen. Ja. Gut. Die Basis. Hier hatten wir ein Lagerfeuer. Da ist mir mal dahin. Da werde ich dort erstmal schnell speichern und dann geht's wieder weiter. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Hast du jetzt noch mehr Gerüchte? Okay. Hören wir sie mal an. Ich habe eine Gruppe Osseram-Plünderer am Rande der Wüste im Südwesten gesehen. Ich würde es melden, aber ich glaube, sie schaffen es nicht lange. Entweder holen sie die Maschinen oder die Stürme. Oh, das ist nett von dir. Klingt, als könnten die Osseram Hilfe brauchen. Ich werde Ausschau halten, wenn ich dorthin reise. Du kannst halte da draußen kommen, die Augen offen, wenn Soldat. Es um Geschäfte geht. Was ist denn das für ein Geräusch? Sind das die Maschinen da unten? Aber ich könnte mir ja mal eine überbrücken. Was ist mein Staubhacker? Das ist meine Chance. Neues Maschinenrennen. Es gibt Maschinenrennen? Folge sehe ich vielleicht, wohin sie wollen.
Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. He's watching. Was ich erst in diesem Spiel gecheckt habe, ist, dass wir, wenn wir auf einer Maschine reiten, ach nee, mit ihr sogar angreifen können. Wende dich ab. So, jetzt. Gut. Wir geben uns mal zu den Koordinaten. Das Land hier leidet auch unter der Plage. Aber wir werden es heilen können. Gibt's noch was? Wie hot? Lens Flare Action. So, ich steig mal ab. Der Sturm wird nicht ewig dauern. Ich halte das aus. Keinen Schritt weiter. Die Tenakt dulden keine Fremden in den Clanlanden. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Heilhand. Haben wir nur das Örtchen entdeckt. Bin ich mal gespannt. Was haben wir hier? Ich muss mir von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Der richtige Kampf ist der... Hör zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Ich gehe zurück zu dem Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde aus der Gesandtschaft. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter. Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Hm, vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde. Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen. Also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakkar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja.
Klingt, als würdest du deine Kommandantin nicht mögen. Um in der Wüste zu überleben, muss man disziplinierter sein als andere Clans. Also mag sie Recht und Ordnung gern. Aber du nicht. Ihre Auffassung nicht. Das ist Befehlsverweigerung. Muss dehydriert sein. Er hat dich Kaplan genannt. Was heißt das? Es heißt, dass ich unsere Jugend und Brüder in vielen Schlachten überlebt habe. Deshalb berate ich den Wüstenclan. Diejenigen, die mein Alter erreichen, sollen ihre Weisheit mit den Jungen teilen. Sollen sie auf dem Pfad des Kriegers halten, wenn er von ihrer großen Sturheit verdeckt wird. Was weißt du sonst noch über die Herde? Ist schon seit Jahren da. Wir sammeln nur die Teile, die wir brauchen. Nichts weiter. Es tauchen immer neue Maschinen auf, die unsere Beute ersetzen. Was ist mit den Killermaschinen, die du erwähnt hast? Sie bewachen die Herde. Je mehr wir töten, desto mehr werden sie. Anfangs Sägezähne, dann Verwüster. Jetzt ein verdammter Donnerkiefer. Er griff uns an, als wir die Herde einpferchten. Ich musste die Hälfte meiner Jäger zurücklassen. Nur die hier haben überlebt. Kanntest du Regalas Streiter, Groda? Er gehörte zu uns. Genau wie Regala. Der Stolz des Wüstenclans. Warum greift sie ihre eigenen Leute an? Sie fühlt sich hintergangen. Regala war legendär im Clan, furchtlos und unnachgiebig. Eine Marschallin von Hekaru, Häuptling aller Tenakt, sein fleischgewordener Wille. Und was war dann? Dann bat der Kaja-König um Frieden und Hekaru stimmte zu. Regala wollte Bezahlung, die den Gräueltaten der Kaja entsprach. Ein Tenaktreich, das bis in den Osten reichte. Also hat sie Hekarus Entscheidung angefochten. Er hatte keine Wahl und musste gegen sie kämpfen. Hekaru gewann. Sie hätte durch seine Hand sterben sollen. Doch er ließ sie am Leben. Für einen Tenakt ist diese Gnade eine bittere Pille. Jetzt, wo sie Maschinen reitet und Marschälle tötet, können wir ihre Lager in der Wüste vielleicht nicht länger ignorieren. Niemand aus dem Wüstenclan rührt diese Lager an. Das ist eine Sache zwischen Regala und Hekaru. Wenn der Häuptling ein Anführer ist, setzt er sich durch. Oder er macht jemanden Platz, der geeignet ist. Das ist aber hart, oder? So ist die Wüste. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Ich muss mich zuerst noch um etwas kümmern. Geh du schon vor. Ich warte am Außenposten, solange ich kann. Mögen dich die Zehen beschützen. Ich warte auf deine Rückkehr und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Jagd gegen Durst. Okay, dann meine neue Sidequest. Fremde. Können wir ihr Tränke kaufen? Ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Bist du sicher, dass du nicht brauchst? Ehrbar. Ja, nicht alle Tenakt sind blutrünstige Killer. Da ist noch was. Im Namen der Zehen. Sauber geschriebene Kaja-Glyphen in Aschavs unverkennbarer Schrift, offensichtlich Teil eines Tagebuchs. Als ich das letzte Mal nach Feilhan kam, waren meine Hände gefesselt und mein Gesicht blutverkrustet. Jetzt kehre ich als Marschall für meine erste Aufgabe zurück. Mit einer Eskorte. Auf dem Marsch von Gedenkhain fragte ich meine schweigsamen Gefährten, was ihr Auftrag sei. Mich zu beschützen, den Ruf des Häuptlings oder die Wüstentenakt. Ich war erleichtert, als sie lachten. Uns allen ist bewusst, wie absurd die Situation ist. Schon als Gefangener hatte ich mir Feilhand genau eingeprägt,
Fundamente aus der alten Welt, die Wracks in der Umgebung, die einfachen Hütten. Der Maschinenfriedhof ist seitdem weitergewachsen und jetzt mit einem primitiven Flaschenzug und Kran ausgestattet. Heute Morgen konnte ich beobachten, wie mehr als ein Dutzend kampfesmüde Tenakte mit einem Panzerschnapper hereinschleppten und ihn gekonnt zerlegten. Solche Aktionen sind der Grund für eine angespannte Pattsituation zwischen zwei ehrgeizigen, hitzköpfigen Männern. Der kräftige Gruder meint, man müsse tödliche Maschinen ausweiten, um mehr Geräte aushandeln zu können. Der kluge Draker hält das für ein unnötiges Risiko und verweist dabei auf seinen verletzten Kameraden. Meine Aufgabe als Marschall ist, den Streit zu beenden. Die Entscheidung fällt mir nicht schwer. Meyer Vorräte nützen dir nichts, wenn deine Jäger tot sind. Aber dieses Urteil auch durchzusetzen, ist eine andere Sache. Dieser Gruder ist ein Berg von einem Mann und ich bezweifle, dass er bereit ist, auf einen Kaja zu hören. Aber er wird, auf die eine oder andere Weise. Ist von den Kaja. Ich glaube, sie stammt von Marschall Verschaff. Looks like. So, da hinten ist noch eine Werkbank. Hier ist noch irgendwas. Bekannt, 17 Meter. Ah, Essen. Regionaler Eintopf. Das sieht ja geil aus. Skorpionspieß. Bastelhalmpanzer. Bügel der Zehen. Gesalzene Eidechsenhappen. Oh, hätte ich noch südliche Bestie Lände, könnte ich mir das herstellen. Baut Mut schneller auf. Ah, leider kann ich mir nichts bei dir gönnen. Es tut mir leid, mein Freund. So, ich werde mal meinen Vorrat auffüllen. Und hier haben wir noch Waffen. Ankerseilwerfer. Normale Seile. Es gibt sogar Blitz, Elektroseile und Wasserseile. Durchdringender Häckslerhandschuh. Diese innovative Quenwaffe nutzt durchdringende Häcksler, um zusätzlichen Schaden gegen Rüstung anzurichten, bevor sie zurückkommt. Mit jedem Fang wird der Häcksler aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Klingt interessant, aber da fehlt mir noch ein Teil für. Komm drauf zurück. Ja, geht mir genauso. So, da ist noch eine Kiste. Und die Werkbank, wo war die? Wie kann ich dir heute helfen? Die Werkbank ist hier drin. Vielleicht kann ich hier noch das ein oder andere upgraden, wer weiß. Aber ich glaube, es sind noch die gleichen Sachen wie vorher auch. Die kann ich noch upgraden. Ja, okay. Fallenherstellung. Vielleicht werde ich es brauchen. So. Das war's hier drin eigentlich schon. Schienenstreit können wir hier noch spielen. So sehr ich Minispiele in so Minigames in Videospielen mag, ist es doch irgendwie so, dass es ein netter Zeitvertreib ist, bringt aber der Story nichts. Also ich würde es halt echt nur machen für ein Achievement, wenn es da eins für gibt, aber ich würde das halt offscreen machen. Ich finde, das Spiel ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht super interessant. Okay, wenn wir gerade die Quest bekommen haben, machen wir sie doch. Müssen wir da hin? Also hin. Okay. Da wir keine Schnellreise nutzen können, laufen wir hin. Aber ich werde die Maschine gleich rufen, damit wir hinreiten. Steht nämlich irgendwo auf der anderen Seite, glaube ich. Bin ein bisschen umständlich hier rein. Das ist für später.
Da ist er schon. Halt, wo willst du hin? Komm mit, mein Großer. Was ist das hier für ein Areal? Wurde es auf der Karte markiert? Feuerdornrücken, okay. Mod. Ostpolrücken. Verwüster. Aloy, hier drüben. So, wir looten erstmal alles. Ja, ja, ich komme gleich auf dich zurück. Oh Mann, sie steht so doof im Weg. Apropos Spulen, lass mich mal schauen, ob ich vielleicht die ein oder andere Spule vielleicht nochmal in eine Waffe tun kann, wenn sie noch einen freien Slot hat. Da ist noch nichts drin. Vielleicht gibt es hierfür eine bessere Spule. Ah, ist sogar ein Ticken besser. Na, ja, du bist gekommen. Ich bin gewohnt. Klar. Bitte entschuldige das Durcheinander. Unsere Soldaten bereiten sich hier darauf vor, Maschinen in die Schlucht zu treiben, um Teile zu sammeln. Nimm dir ruhig alles, was du brauchst. Unsere Beute ist nicht weit. Bin gleich hinter dir. Hier lang. Je schneller wir diese Herzen haben, desto schneller bekommen wir Wasser. Unglaublich, dass eine Fremde uns hilft, unser eigener Clan aber nicht. Unsere sogenannte Kommandantin redet immer davon, wie knapp das Wasser in der Wüste ist. Aber verdrüstet irgendwer ein Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der weiß, wie man ums Überleben kämpft. Ich vermute, du meinst dich selber? Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Egal aus welchem Dorf. Hat Yutaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir sind da. Okay. Dann da hoch wahrscheinlich. Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Okay, also Ladies first, oder wie? Was haben wir denn da? Munition richtet hier nicht viel aus. Er ist schwach gegen Wasser. Da hatte ich doch eine Waffe für, oder? Hier. Die Sprengschleuder. Sollte ich die vielleicht mal ausrüsten, oder?
habe sogar eine Löschwasserfalle. So, dann erstmal den Verwüster hier locken. Kamera manchmal echt. Ich will meinen FOV-Slider zurück. Ich kann noch. Ja. Was sagt denn das? Alter. Ich sehe halt nichts. Treffen würde, ne? Es könnte sein, dass ich sterbe. Bin ich in die Schlucht treiben? Ich hab halt nichts mehr. Ja, was mach ich jetzt? Ich hab noch sowas hier. Wo bin ich? Oh Mann. Komm schon, hoch mit dir.
kümmere mich um die Toten. Wer kümmert sich um mich? Ich hab Aua. Ich hab die ganze Zeit Schaden gefressen, wie blöd. Meh. Nee. Einstein. Das sind alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Sprich mit Draka. Ey, hier bin ich. Hallo. Die einfach wegläuft, wie ignorant. Sie hat einfach nichts. Mögen die Flügel der Zehn. Draußen ist wieder Atomexplosion. Alles leuchtet. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment. Da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich? Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Draka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten wissen. Da ist noch jemand am Leben. Bei den Felsen. Der Boden. Vorsicht, der Boden! Was meinst du, Soldat? Gräber. Kiefer ist zurück. Das wird heftig. Thank you.
War er noch weg und auf stumm, aber macht nichts. Aber mit dem Donnerkiefer legen wir uns in der nächsten Folge an. Hier machen wir jetzt erstmal kurz Pause und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei Horizon Forbidden West. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, geht es dem Donnerkiefer an den Kragen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.